我公司于83年8月10日起接手调查黑炮事件，现已查清，兹将经过汇报于后。打完了。啊，打完了。嗯，这时间挺长的。不知道怎么搞的，谁从小的时间长。说好了，后天就到。是啊，那他不是我舅。开玩笑。同志。这是收报人钱如泉，江苏苏州文物收购门市部的干部。根据目前调查的情况看，还没发现重大问题。喂，是我，你们待会儿打来，请你们把赵书信的情况谈一谈。赵书信，49岁，江苏省南京市人，未婚，家庭成分就职员，
1956年毕业于清华大学机械工程系，现为矿山公司工程师，未参加过任何党派组织。不过赵书信的父母都是天主教徒，赵书信年轻的时候曾经信过教。Ich bedanke mich, dass Sie hier alle zu meinem Empfang erschienen sind. Ich freue mich, wieder hier bei Ihnen in China sein zu dürfen und bedanke mich recht herzlich für den überaus freundlichen Empfang. Hans 先生说，他非常高兴能够再次来中国。谢谢各位先生的远道迎接。Außerdem hoffe ich recht bald, meinen alten Freund Chao wiederzusehen. 他说，希望见到他的老朋友赵。Shusin, Zhao Shusin, der Ingenieur in Ihrem Werk. Zhao Shusin 先生，他是你们厂的工程师。Wie Sie wissen, habe ich schon beim letzten Mal mit Herrn Chao ausgezeichnet zusammengearbeitet, als wir hier über die Einfuhr unserer Bohranlage verhandelten. 他说，在上次合作中啊，他跟赵书信先生。Ich darf doch annehmen, dass Herr Chao auch diesmal wieder für mich dolmetschen wird. 他希望赵书信先生继续给他当翻译。我们非常感谢他的支援。你告诉专家，这一次我们特别邀请你做我们的翻译。Ich werde diesmal die Ehre haben, für Sie zu dolmetschen. Also.Hans, unsere Firma heißt Sie herzlich willkommen. Danke. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Ich mich auch. Hans Schmidt 先生的到来，使黑豹事件出现新的情况。8月23日，党委副书记周玉珍同志向公安部门反映了公司保卫处认为值得注意的迹象。潘斯和赵书信的关系过于密切。去年3月，潘斯来我公司洽谈 WD 机器的引进合同，公司派赵书信担任翻译。穿上，穿上啊！还是别穿了吧。赵公，这可是外事任务啊。潘斯根本就不在乎这些。他还很佩服我们中国知识分子朴素呢。再说，我从来没穿过西装。你现在代表国家和外国人打交道，你看我老王、老周，这不都穿上新料子衣服了？你当我乐意穿？瞧这领子，也不知做小了还是我胖，挺潇洒的。赵公。穿穿就习惯了啊，转一圈，转一圈看看嘛，啊，走两步。嗯，不错不错。你笑什么？你看那鞋。哎呀，这鞋不行啊，没借着合适的，就这套西服。还是我女儿从歌舞团借来的呢。
行了行了，反正晚上没人注意，算了。小刘，你领赵公到专家楼去见汉斯先生吧。赵公，咱们走吧。哎，把领带打上。赵公，快点。哦。啊 ，Herr Zhao, kommen Sie rein. Sie haben sich heute Abend aber fein in Schale geworfen. Großartig sehen Sie aus. Oh, viel eleganter als gestern. Mindestens 10 Jahre jünger. Aber ich fühle mich gar nicht wohl. Wo haben Sie den Anzug denn machen lassen? Es gehört mir gar nicht. Der Betrieb hat ihn mir geliehen. Unsere Leitung ließ mich ihn tragen. Sofort du fort bist, muss ich ihn zurückgeben. Das ist ein Mann des Ostens. Sie sind wenigstens ehrlich. Das mag ich so an Ihnen. Nehmen Sie doch Platz, setzen Sie sich. Bitte kommen Sie doch rein. Setz dich. Setzen Sie sich bitte. Oh, die haben auch schon bessere Tage gesehen. Oh, Moment mal. Lieber Herr Zhao, ich habe Ihnen ein kleines Geschenk mitgebracht. Ja. Bitte. Oh. So. Oh, weg damit. Ja. Oh. Zieren Sie sich nicht. Bitte. Stehen Sie auf. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie, das war wohl nichts. Das war wohl nicht meine beste Idee, was? Entschuldigung. Hier ist die wichtigste Sache. Hans Smith hat letztes Mal gekommen, mehrmals angeboten, dass er ein Stück Antiquität haben möchte. So, Hans hat die Zhao Shuxin Xie gegeben, ist nicht zufällig. 这最棒的。Ich sage dir noch einmal, du sollst den Wurstwerk korrigieren. Deine Firma muss den Verlust ersetzen. Und ich sage dir jetzt zum 100. Mal, in unserer Planung gibt es keine Fehler. Du sollst die Tatsache anerkennen. Pass mal auf. Du kannst mich für blöd halten, okay. Auch für unfähig, in Ordnung. Aber bitte lass meine Firma aus dem Spiel, ja? Gerade darum musst du unbedingt nachrechnen. Hör doch den blöden Zettel auf, Mensch. Entschuldigung, dein Bier. Du arrogantes Schwein! Ciao.
你们是不是喝多了？没有，没有。你们违反了社会治安的规定，按条例，每人罚款2元。好，好的。Was will er? Was hat er gesagt? Wir haben gegen die Bestimmung verstoßen. Strafgeld, jeder 2 Yen. Oh, das mache ich schon. Das mache ich schon. Lass das, lass das. Mein Gott, dann rutscht mir doch den Puckel runter. Deppchen.小刘，把地面打扫一下。哎，走，走。那一次他们究竟说了些什么，至今不清楚。可能达成某种协议，写在一张纸上。这件食物正在搜寻。Grinst doch nicht so blöd. Scheiße. Mach das Auto nicht kaputt. Sehr komisch, hä? Komisch was?会难翻吗？厂里给买一部专业字典，大不了几十块。嗨，你呀，买得起马，背不起鞍。阿里阿里巴巴，
现在的年轻人真有意思。为什么不看完演出？吵得慌，头都大了，适应不了，跟不上潮流了。明明说他喜欢你。啊，一块儿去看看汉斯好吧。我去不合适吧？没什么不合适的，他挺喜欢交朋友的，他对人可热情了。赵公啊，赵公，找谁？在工作之前想看看汉斯先生。这位是？啊，陈素贞同志。您好。这位是？您好，公司的保卫处陈处长。赵工，WD 的安装工程，公司决定这一次是由冯良才同志担任翻译。不会吧，上次汉斯已经和我说好了，而且武书记也同意了。这是最新的决定。那我当面要问问他，是他当着领导面邀请我的。党委指示，专家忙，一律不准打扰，请回吧，有事找经理谈。Ich hätte nicht gedacht, dass Sie so schnell vorankommen. Ni hao. Ni hao. 专家向你们问好。谢谢，谢谢，谢谢。谢谢。啊，谢谢，谢谢。你。后头跟上来。你好。你好。你好。Bitte sagen Sie den Leuten。Sie sollen die Schrauben erst bei der Endmontage fest anziehen. 哎，你们停一下。专家说你们不能这样干，应该拧得紧一点。Ein Mädchen. Nein, nein, erst bei der Endmontage habe ich gesagt. 把 Endmontage.OK。Bitte, Herr Hans, wiederholen Sie doch mal, was Sie eben gesagt haben. Ich habe gesagt, bei der Endmontage fest anziehen. Das habe ich gesagt. Zigarette? Nein, danke, nein. Haben Sie Geduld? Wenn ich Fehler machen sollte, sagen Sie es mir. Herr Fahn, Sie wissen doch, ich unterhalte mich gern mit Ihnen. Privat. Aber für technische Übersetzungen sind Sie nicht ausgebildet. Und das merkt man. Dafür sind Sie nicht geeignet, tut mir leid.Ja, ja. Da, 家看，这事儿该怎么办？赵工，我比较了解，一起工作了。有二十年了吧。说心里话吧，我不相信他会干出什么见不得人的事来。这份材料嘛，既然转下来，我觉得没什么问题。现在的社会啊，
比过去复杂得多。前几天报上登过一件事，南方某省的一位高干参加过长征的老红军，竟想把自己的女儿嫁给岗上做小老婆。哼，无奇不有。一家电影院上了一部质量不高的电影，票卖不动，后来不知谁出了一个馊主意，广告上写着17岁以下严禁入场，结果飘一墙耳光。哎，现在外国专家提出了要换小冯，小冯也确实不合适，我看应该换。嗯，赵公这封怪电报真给我们出了难题了。不当回事情吧，有人反应了。当回事情吧，赵公一个老实头子。这回呢，还有牵涉到跟外国人打交道。嗯，呵呵，大家还记得吧？去年汉斯临走的时候说，他什么都不需要，就要一件中国的小古董。我们花了40多块钱买了个假的送他，他也不识货，乐得个眉开眼笑。这事儿去年党委会记录上有啊。老郑，嗯，那个汉斯会不会说英语呢？要会说英语呢，事情就好办了。咱们公司好些工程师懂英语，哪怕有任重同志亲自陪陪呢。这事儿我早问过了，他会英语，可他说他是德累斯顿人，在国外从不用英文说话。嗯，德累斯顿，那又不是德国，这和不说英语有什么关系？会说又不说，这德累斯顿是德国一个城市，第二次世界大战被美军炸得一塌糊涂，可能是因为这个原因吧，他才不愿意在国外说英语，这是他爱国主义的表现。何止一塌糊涂，汉斯父母就是被美国飞机炸死的。哦，嗯，我们为什么不能把问题摊开呢？啊，直截了当问问赵公是怎么回事吗？这怎么可以呢？问题正在调查。问的也是调查嘛。对，让保卫处问问嘛。这里有个知识分子政策，最根本问题是要信任人，谁也没给他下结论，调查是为了把事情弄清楚，这是真正的信任。对赵公信任，我很同意。让他回避一下和专家的接触，这是对他的爱护。也许根本就没有问题，没问题那不更好吗？可是专家一直在询问赵公情况，就说调离工作了，让赵公先到维修厂工作一段时间。人在说不在，骗人不好。小冯呢，多鼓励。时间到了，散会。哎，是不是让陈浩翔也去维修厂？如果工作需要，那就去吧。
工作在哪儿都一样。汉斯的翻译还是好应付的，可是要解决真正的技术难题就不那么容易。为什么偏偏让你去呢？我不是跟你说了吗？那儿工作很重要，非常需要技术人员。这次还是李经理、武书记亲自点名让我去的。哎呀，巧，哎呦，巧，急急忙忙的，这次方便面什么的都没带。你先去吧。赵工，该上车了。啊，来了。赵工。是去维修厂吗？啊，搭个便车行吗？好，上车吧。呀，海兰。Herr Hans, Sie haben mich rufen lassen. Ja. Kommen Sie rein, Herr Fang. Nehmen Sie Platz. Tee oder Cola? Cola. Bitte schön. Dankeschön. Bitte sagen Sie, was ich für Sie tun kann. Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung.Ja, Herr Fang, können Sie mir sagen, wie viel Sie so verdienen? Meinen Sie meine Lohn oder was? Ja, wie viel im Monat insgesamt? Ungefähr 30 Dollar. Warum? Ich möchte Sie engagieren. Engagieren? Ja, engagieren. Für mich persönlich.$60 im Monat, was halten Sie davon? Was soll ich dafür? Beschäftigen Sie sich mit... Ist mir völlig egal. Gehen Sie spazieren, amüsieren Sie sich, gehen Sie einen trinken. Machen Sie, was Sie wollen. Das ist alles, was ich von Ihnen verlange. Aber warum denn? Das fragen Sie noch.Ich will nicht, dass Sie weiter für mich dolmetschen. Sie sind für technische Übersetzungen nicht geeignet. Das haben Sie nicht gelernt. Sie behindern mich mehr als... Sie stören mich bei der Arbeit. Entschuldigen Sie, dass ich es Ihnen so direkt sage. Regen Sie sich bitte nicht auf. Es ist nicht persönlich gemeint. Das wissen Sie. Machen Sie sich ein paar schöne Tage. Was ich brauche, ist gute Arbeit. Leistung eben.Dazu? Aber Herr Fang, es geht doch ausschließlich um die Arbeit und das wissen Sie auch. Ich möchte, dass Zhao Shuxin für mich dolmetscht. Ich habe schon einmal hervorragend mit ihm zusammengearbeitet. Sagen Sie das bitte auch Ihren Vorgesetzten. Bitte tun Sie mir den Gefallen, ja? Das Ding, ich kann nicht mehr. Er sieht mich nicht schön, warum soll ich hier sagen, dass ich das Ding? Gut, Herr Fang.选大局吧，我干我的理由翻译不痛快，干嘛非让我得罪你？外国人我见多了，没像他这么难造的，整天跟我喊啊什么赵主席啊赵主席，你们把他请来不就两方便了吗？赵公不在家，要不为什么非留你不可？再说你年轻，脑子灵活，工作的挺好嘛。可人家不满意，我有什么办法？不管汉斯怎样，对待外国专家从不能那样。你把这儿工作搞完，我们以局的名义给你单位写个鉴定。听说就要评定职称了，好好干。
工作我一定好好干，可是问题也得说清楚。这个你放心，我们党委心里有数。嗯，周公来了。你们好啊！哎，赵工啊，今儿没你活干。那我来干什么？你呀，就喝喝茶，看看报纸吧。赵工啊，你不去 WD 工地，是不是又得罪谁了啊？瞧你说的，昨天武书记还特意来看我，说话一直面带笑容呢。嗯，那又怎么样呢？怎么样？说明组织对咱的信任。瞧，明知道我不会抽烟，还硬塞给我一包，这带籽儿的，为了我了。给接住啊！快快快快快！小心！快点快点快点！快点快点快点！哎，保护这边！起脚！起脚！什么起？什么起？哎，师傅，给借个火。对不起，我不抽烟。您不是大秀厂的吧？然后公司的。您是赵工？哎，赵工，你今儿怎么有闲工夫在这看足球呢？啊？哎，赵工，你听没听说冯翻译和德国鬼子闹了好多笑话？哎，顶住！标中，标中！哎，上！别打了，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 别打了
6月29日 WD 在安装过程当中发生了子弹事件。子弹事件四个字用引号引起来。Holen Sie mir bitte ein Kugellager, ja? Kugel? Ist da? Ist 师傅啊，去找两粒子弹来。子弹？要子弹干什么？让你去你就快去，哪儿那么多废话呀、啊？专家要的。专家要子弹？是啊。师傅啊，哪儿有啊？国防部有。哎，快去快去，一会儿德国老师又急了啊！玩儿要子弹，这是你想。咱们先休息啊。师傅，到哪儿去找啊？行了，快去找吧。哎，你们两个到武装部去看看。走，快点啊！走吧，干活挺忙的。子弹干什么？专家要，我哪知道。去让书记签字。快去快去快去，走。好吃好吃。我说的没错吧？这儿的工作的的确确它很重要。维修厂他们缺少电器方面的专业工程师，他们还缺少技术资料。这次来，我还确实帮助他们解决不少的技术问题呢。这儿的领导和同志们都很关心我，他们，哎呦，忘了，你等等啊。请吃糖，这是领导送的，不要还不行。哎，赵工，请哥吃糖了是不是？赵工，听老实点吧啊！去去去去去去。这儿厂长新提拔的，他还要给我介绍媳妇呢。我说，有了。那个保卫处长呢？哦，他办完事就走了。哦，挺不错的一个小伙子。总算等到了，真够麻烦的。哎，拿来了。哼。好，谢谢。不用。酷哥。Danke. So, der Quatsch.Was soll ich denn damit? Sie wollten doch.
Ein Kugellager wollte ich. Das sind doch Kugel. Aber kein Kugellager. Mein Gott, warum bringen Sie mich gleich eine Kanone vorbei? Oder Flugzeugträger? Verlassen Sie das. Hier, diese Kugeln brauche ich. Ein Kugellager. Auf Deutsch ist das Gleiche. Kommen Sie mit zu Ihren Pfoten. Lass mich los. Kommen Sie, die sollen sich von Ihren dolmetscher Künsten überzeugen. Los. Los. Kommen Sie. Mr. Hans, would you please make an exception to speak English? Okay. Thank you. I'm sorry for the thing that happened today. Cougar has many meanings. It can mean a roar, a bearing, a bullet, or a ball made of metal. Of course,Bearing would be more correct. I'm sorry, Mr. Feng isn't a technical translator. But you have got a technical translator. Mr. Zhao Chuxin, we work very well together. And I would like to have his help again. Well, respect all of your wish, but Mr. Zhao is not at home.If he isn't, perhaps in New York or Moscow, he should be able to come. Well, we'll find a solution as quickly as possible to meet your demand. Okay. Mr. Lee?Your chairman Mao said once, 10,000 years is too long. It all depends on one day.让赵公回来这事儿，不在你也不在我，你还是找找武书记，让他拍板不好吗？这事儿，你再征求一下老周的意见，他主管。如果没什么大不了的事儿，老周同意，就让老赵回来。上大学的二小子，还时不时的给我上点现代哲学，呵呵，要我更新头脑，呵呵，好像马列主义不时兴了，呵呵，嗯。
有时候我也在想，何苦呢？马上就要离休了，干嘛老管人家？好像我天生跟人家过不去似的。您还不到退休年龄呢。快了，当老好人，惜你抹光墙我会，可是党从来没叫我那么做过。大姐，你也是知识分子，是我们的老前辈了，你应该理解我们吧。呵，今天干嘛那么嘴甜？还不是想磨我。告诉你，你就是给我盖座大楼，我态度仍然不变。人要有个原则嘛，你总不能逼着我改变看法吧。我不想强迫你，可是小冯确实难以胜任工作。真是太无耻。小冯进来不能退回去，咱们要发挥他的积极性，让他好好的工作。要不这样吧，让赵工和小冯一块翻译，你要是还不放心，那就让陈浩强在旁边陪着。哎，你怎么把问题看得那么简单呢？可你也把问题看得太严重了。好，还是慎重点好。我先走了，你好好想想吧。啊，请停一下。经理，嗯，怎么回来了？听说小冯同志业务不熟悉，看似很恼火。走。啊。哦不，我那儿工作已经结束了。让我去换小冯吧。你去本来是最合适的。您同意了？啊，我们再研究研究吧。好，我等候通知。嗯。经理，越快越好啊。你为什么总是把问题看得那么简单呢？潘死和赵公吵架的事，谁说得清楚？还有那张纸片。纸片。Lass mich nicht los. Die Sache ist noch nicht erledigt. Du hast keinen Grund, mich und meine Firma zu diffamieren, mein Lieber. Merk dir das. Ich habe genau nachgerechnet. Euer Entwurf ist wirklich falsch.
Hier auf dem Zettel stehen die Daten. Sehen Sie doch an. Wir haben die besten Ingenieure in unserer Firma. Wir haben zufriedene Kunden in der ganzen Welt. Unsere Entwürfe sind einwandfrei. Und wir haben auch noch andere Partner. Lieferanten aus Amerika, England, Frankreich und Japan. Sie haben sich mehr an Daten als ihr. Willst du damit sagen, wir arbeiten schlechter als die anderen? Ich muss mein Land euch gegenüber vertreten. Und da habe ich das Recht und diese Pflicht, die Daten zur Kenntnis zu nehmen. Und dann sind alle unsere Vereinbarungen nur leeres Papier. Und was ist, wenn du dich verrechnet hast? Hm? Dann trage ich die Konsequenzen. Aha, schön. Oh. Ja, ciao. Ich muss mich bei dir tausendmal entschuldigen. Du hast recht. Ich habe mich dir gegenüber blöd benommen. Das ist wirklich. Wir haben wirklich einen Fehler bei der Arbeit gemacht. Bei der Arbeit? Na gut, bei den Entwürfen. Kleiner Fehler wird korrigiert. Sofort. Ja, sofort korrigiert. Ich werde meine Firma gleich davon in Kenntnis setzen. Ich habe dir zu danken, dass du so gut aufgepasst hast. Und mir ehrlich deine Meinung gesagt hast. Ich bedanke mich auch im Namen meiner Firma. Alter Junge. <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> 纸片后来谁收走了？看来我得豁出去找资招工了。哎，他们讲的是德语啊？怎么？你懂德语？自学了一点。啊，那你怎么不早说呀？我们正缺外语人才呢。 黄师傅，哎，赵书信电报啊，来了来了，啊。
Hans. Guten Abend, ciao. Alter Freund. Oh, praktisch. Mr. Lampe. Fang hat mir gesagt, dass du wieder zurück bist. War gar nicht einfach, dich zu finden. Freut mich sehr. Eine Überraschung, wirklich. Einen Tee trinken? Ja. So was. Oh, niedlich. Aha. So ein Blödsinn. Ciao. Ich muss dir was sagen. Wir sind doch Freunde, verdammt nochmal. Ich verstehe nicht, warum ihr ausgerechnet diese Anlage von uns haben wollt. Die ist längst überholt. Total veraltet. Nicht mal in Afrika wären wir die noch los. Dabei haben wir eine neue. Die ist auf dem neuesten Stand. Das wäre genau das Richtige für euch. Mit der hier könnt ihr doch kaum noch was anfangen. Das ist mir doch klar. Ich habe eure Zeichnung genau gelesen. Aber wir Techniker entscheiden leider nicht darüber, was eingeführt wird, was nicht. Und wer entscheidet denn? Parteisekretär Wu? Auch nicht. Die da oben. Die da oben. Aber du kannst doch Vorschläge machen. Ja. Ich gebe die Informationen und du machst die Vorschläge. Dann wissen die über alles genauestens Bescheid und brauchen die Katze nicht im Sack zu kaufen. Ich meine, das muss doch auch eure Regierung gut finden. Und du kriegst vielleicht eine Prämie. Salas, habe ich doch gemacht, bevor du kamst. Aber sie sagten, ich sei niemals im Ausland gewesen und kenne mit eurer Anlage nicht aus. Warum hast du ihnen denn nicht unsere Unterlagen und Kataloge gezeigt? Meine Vorschläge sind unwichtig für sie. Ich kann auch einfach nichts machen. Lassen wir das Thema. Trinken wir lieber einen. Nein. Oh, Entschuldigung. Ja? Ach, du meine Güte. Ah. Geht das so? Geht schon ganz gut. Auf deine Aufrichtigkeit uns gegenüber. Sagen wir doch einfach auf unsere Freundschaft. Was? Scharf genug. Hans. Ja. Hans 先生也在. Namen ist er nicht. So, so, so. Sehr doch, Felix. Danke. Was ist denn? Der Gang hat mich mit Jau gekämpft. Hans weiß, dass ich wieder zurück bin. Ich will mich mit mir sprechen. Hast du etwas? Nein, nichts. 看看。 Oh nein, danke. Einer reicht mir. Ich nehme lieber Tee. 刚才汉斯先生证明 WD 是落后的产品，我们应该买另外一种。 订机器的时候我还没上台呢，跟你一样。哎，赵工，这顶什么呀？黑炮。 黑炮，上次出差的时候丢在旅馆里了，结果你就发了个电报，是的，给301房间的骑友发的，请他帮我找一下那个黑炮。
你还真发了个电报啊。我走了。哦，对不起 ，Mr. Hans， I'm sorry， goodbye。Auf Wiedersehen, Herr Lee。Was ist das für eine Dose? Nur eine Dose. Was ist da drin? Nichts. Sag mal, was soll das? Was soll das? Ich verstehe einer, die Chinesen. Jimmy。什么事儿？我找你汇报。你的事儿我不管，有事儿找赵副书记。赵书记没问题，查清了。这就是赵工给汉斯看的东西。谢谢。我请求处分，我违背了组织原则。我是直接向汉斯提出问题才得到这个的。傻瓜，你立了一大功，奖你30块钱。明天上班去领。所以，我可以保证赵书信没有问题。应当马上派赵工去做翻译。WD 的安装，越到后期就越重要了。这是国家花了大量外汇买的。没了。哦。情况，任重同志讲了，大家谈谈吧。哎，老王，你说嘛。好，今天我就管点闲事儿。赵书信这个人，不像有些人说的那么可怕，也不像有些人说的那么好。他这个人呢，就是有点怪脾气，让他干坏事儿，他没胆，出不了圈儿；让他学雷锋，他还没有那么高的觉悟。但他是个好人，在场30年。老一点的人谁不了解他？大家说我说的对不对啊？哎，开会严肃点。这个问题本来很简单，要我表态很痛快。经理责任制，生产技术问题经理说了算，我们党委少管。这仅仅是生产技术问题吗？如果不是，请问是给赵书信定案吗？好吧，我说意见。一，李仁仲所谈的情况，材料是当事人提供的，这不能作为证据。那么刘玉梅也是当事人，还有陈浩翔。刘玉梅的证明当然有参考价值，可她并不知道全过程。至于陈浩翔，他的做法是违背制度的。李仁仲同志不批评还要给奖励，这更是错误的。这个问题以后再说。二，赵书信自己的解释不合逻辑。
一个象棋子值多少钱？赵书信这个在经济上计较的人，为什么能花1块多钱的电报费去寻找一颗不值钱的棋子儿？谁能解释得通？他就这么个怪人吗？哼，我说你们不信。正因为怪才要调查。我给你们念一份电报，赵书信的。黑炮发出，查收钱。又是暗语。这样做是错误的吗？不让赵公工作，这不公平，没有道理吗？谁不让他工作了？我们只是不让他去做翻译，完全是为了爱护。保他过关，并没有停止他工作。他不是去维修厂了吗？可专家一再的抗议 ，WD 需要质量保证。反正市场上的事儿，我有权决定。明天就命令赵工上班，去做翻译。既然你有权决定，为什么还建议开党委会呢？难道要我们全体委员来服从你的命令吗？玉珍同志，任重同志，坐下来。我们要心平气和的讨论吗？我看这样好不好？大家的意见都有道理，我们怎么办？要全面的看问题，不要走极端。讲点辩证法。我看这样吧，第一，对赵书信同志，我们要执行知识分子政策，信任他，工作上也重用他。至于那个黑炮调查，告一段落，到此为止。玉珍同志给公安局去个文，注销。第二，关于翻译问题 ，WD 快完了。小冯同志工作了这么长时间，再努一把力。至于技术上有什么不明白的地方，可以请教别的同志吗？不是说小刘懂吗？可以请教，包括赵工。会议没个决议总不好，我看先这么定下吧。散会。第五次党委会议依然毫无结果，可是黑炮事件并没有结束。经理，那事儿不要再提了，别再找我，对不起。咱争取都换一件。嗯，准备好了，准备好。哎，来了。Hello， 哎 ，Mr. Hans，
You're the money. I'm sorry. I have no money about me. Okay. 真的怎么的？真够小气的，没少扣啊。走吧。 这回可以水落石出了，来，打开吧。啊。
7月2号 ，WD 安装完毕。7月4号，汉斯·施密特离开本市回国。20天以后 ，WD 运转出现异常情况。什么原因？还没查出。马上查操作记录。对，马上就去查。上百万就这么烧了，浮动工资、奖金全没了。你嚷什么？你，哎，你冷静一点，别着急。事已经出了，我们要冷静。赵工怎么还不来？我刚才已经打过电话了，让老赵查查是不是德方公司的责任。唉，这个汉斯啊，老是跟我们过不去。是不是我们的责任？不是，现场操作没有问题。啊，好，这下就好。老赵，现在我们去查安装记录。来，上车，上车吧。赵工，坐那个。原因找到了，
的责任。怎么样，是不是德方的责任？不是。啊，坐下来，大家坐下来。说明书注意事项27条有句话 ：And Maschine sollen alle Lager geschmiert werden。正确的译法应该是：机器上所有的轴承都应涂油。现在却译成了：所有的支架都应涂油。怎么会出这么大的差错？看来是翻译上出现了问题。不过 WD 工程出的故障，我们技术部门想办法尽快修好。哎，这小子幸亏只说油，还没有说香油、麻油、花生油呢。哎，这么说是翻译错了，与德方没有关系。没有。赵公，赵公，到现在我还是不明白，一个象棋子值多少钱？你为什么花1块多钱的电报费去寻找一颗不值钱的棋子呢？好好的一副棋，少一个挺别扭的。哎，老赵，买一副新象棋也要不了多少钱嘛。是。以后我再也不下棋了。
了。